Let's play Hand of Fate 2. Teil 9. Hallihallo, Lucius Raccoon hier mit einer neuen Folge Into the Breach. Und du guck mich nicht so gelangweilt an. Was hast du denn eigentlich da an der Hand? So ein komisches Gewächs. Igitt. Und, Leute, ich habe kein gutes Timing. Kaum fange ich hier das Reden an, habe ich Durst. So. Erledigt. Getrunken. Ja, das war ja letztes Mal nicht so erfolgreich. Also kämpfen war, gelinde gesagt, nicht so meins heute. Also. Aber wir haben immerhin schon 8 Ruhm von 20. Dann wollen wir doch mal weiter. Jo. Gerade am Überlegen. Eigentlich wurscht. So. The Empire has busily purged oh, so many of the hab ich die drin gelassen? Hab ich übersehen. Lands, and yet they leave the gnomes. Ich hab nix. Halt, wertlose Menschen, ruft eine Stimme, als auf einmal ein Dutzend kleiner Wesen auf dem umliegenden Baum hervorspringt. Ich wollte mich gerade beschweren. Ich bin einer. Hallo? Zählt richtig. Aber Metaclipse ist ja auch dabei. Ungewohnt. Dass man wirklich zu zweit immer jetzt unterwegs ist. Du brauchst einen Augenblick, bevor du merkst, dass es Gnome sind. Verdreckt und schlecht ausgerüstete Gnome. Einige tragen Speere, doch die meisten sind nur mit Stein oder einem angespitzten Stock bewaffnet. Wir suchen Waffen, um uns zu verteidigen, verkündet einer der Gnome laut. Gebt uns etwas von eurer Ausrüstung und wir lassen euch frei. Wir können euch sogar ein wenig bezahlen. Ich werde euch etwas Nahrung für einen Helm geben, ruft einer von ihnen. Nein, gebt mir etwas Rüstung und ihr bekommt von mir einen Heiltrank, steigt ein anderer ein. Mit ein. Nee, die Rüstung geben wir nicht her. Was kann man ihnen denn eigentlich geben? Zeigt mal her. Ach, Waffen können wir ihnen auch geben. Ja, genau. Ich gebe ihnen das da und dann ist das Quest beendet, oder? Juhu, 2 Minuten und Quest gelöst. Nee. Ja, ich bin immer noch wegen dem Token am Überlegen. Andererseits... Nee, kommt. Machen wir das einfach mal. So. Und jetzt? Ja. Du händigst deine Ausrüstung Gnomen aus. Zufrieden bieten sie dir im Gegenzug eine Bezahlung an. Na, hoffentlich. Oh. Groß. Okay. Okay, die Karte ist ziemlich cool. Und Ruhm haben wir auch noch bekommen. Also, bin ich's oder bin ich's nicht? Das hat sich gelohnt. Die Gnome ziehen sich mit ihren Gewinn in den Wald zurück und beginnen schon bald darum zu streiten. Super, Jungs. Genau richtig. So. When the hero runs in, the villain takes their time to bait their trap. Be okay. Careful, lest they put you in your place. Raubüberfall. Das Einzige, was dich warnt, dass dein Leben in Gefahr ist, ist ein Rascheln hinter dir. Du drehst dich um, als die Stricke der Bola eines Nordlings sich um deinen Körper wickeln. Na super. Hey. 5 Leute. Eine Gruppe Nördlinge stürmt auf dich zu, als du dich befreist. Die Zeit haben sie nicht gut genutzt. Huch. Lodi, Lodi, Lodi. Lodi, Lodi, Lodi. Lodi, Lodi, Lodi. Das Lied gibt's jetzt im Handel. Nur 9,99 pro Song. Komm her, Klinge. Habe ich die noch gar nie benutzt? Weil die hier so präsentiert wird, anscheinend. Kardinalklinge. Entgegen der liturgischen Andeutungen folgt dieses Schwert Anweisungen und keinen Zeremonien. Na, das ist doch gut. Komm, gib mir mein Schild. Nein, weg. Komm, Bola-Typ. Boah, nein, 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 weg. Aber gut, ich hatte noch das Schild. Hey, da gut, Mutterklipse. Oh, verdammt. Ha. Nein. Oh, Gott, ey. Oh, jetzt muss ich aber echt aufpassen. Ja, kann ich schon Schild machen wieder? Nein. Nimm das. Nein. Oh, gut, dass der gestorben ist. Ich glaube, den hätte ich nicht ausgewählt. Du bist auch tot. Gut. Boah, die hauen aber ganz schön zu.
Haha, aber dann jetzt hat. Oh, schade, ich hätte das die Fähigkeit einsetzen können. Puh. Also zur Zeit, jedes Mal denke ich mir, mehr Konzentration im Kampf, aber das wird nicht besser. Ich meine, wenn ihr ein bisschen Hellbau geguckt habt, ich kann schon ein bisschen was, aber irgendwie. Nachdem die Plünderer besiegt sind, planst du deine nächsten Schritte. Wir haben auf jeden Fall rum. Nach Beute suchen, deine Reise fortsetzen. Naja, also kommt, nach Beute suchen wir natürlich. So. Hab gar nicht aufgepasst, was es gibt. Okay, 5 Gold. Naja. Als du nach Dingen von Wert suchst, packt dich einer der Nordlinge. Mit seinem letzten Atemzug rammt er dir sein Schwert in die Seite. Okay. Habe ich jetzt Lebensenergie verloren? Oder war der Text jetzt falsch? Wir haben doch Gold bekommen. Ich habe doch jetzt keine Lebensenergie verloren. Hä? Ich glaube, da haben sich Texte vertauscht, würde ich jetzt mal sagen. Always treat those who feed you with respect. Even I stand by this rule, and I have respect for few. Törtchen, Pasteten und exotische Lügen. Na, das klingt doch gut. Per Zufall triffst du auf einen Holzkahn, der schwer mit Birnen, Pasteten und vielen anderen Gegenständen beladen ist. Von dem Kahn geht ein wundervoller Geruch aus. Mit der Klipse schüttelt den Kopf. Armer alter Chester. Deshalb solltet ihr euch niemals von Frauen überlisten lassen. Goldgeier. Sie sprechen euch nur das Herz und dann verkauft ihr mit fehlendem Geschäftssinn Zitronentörtchen. Der alte Bauer bietet seine Ware vorbeiziehenden Leuten feil. Törtchen, Pasteten und Tropfenfrüchte. Chester winkt dir vergnügt zu. Was würdet ihr an diesem wunderschönen Morgen gerne kaufen? Ich glaube, eine Pastete klingt doch jetzt gut. Er überreicht dir eine Gemüsepastete aus seinem Karren. Sie verströmt einen starken, würzigen Geruch. Wie immer haben sich die Törtchen heute gut verkauft. Eine Zeit lang betrachtet Chester seine Münztruhe, bis er sich endlich für einen Preis entscheidet. Okay. Oh. Hallo? Ja. Sonderangebot, ha? Huh? Hm. Ich hoffe, dass da die wenigstens Lebensenergie dementsprechend aufgefüllt wird. Unglück, Schmerz. Ist das nicht gut? Okay. 5 Nahrung. Okay, okay, okay. Ich hatte auf Heilung gehofft. Wollen wir noch was kaufen? Ich hoffe halt auf Heilung. Ein Törtchen, das von Vanillesoße und Beeren beinahe trieft. Na dann. Ich habe heute meine Törtchen einfach verschenkt. Muss an der Sonne liegen. Eine Zeit lang nimmt er die wenigen verbleibenden Törtchen in Augenschein. Bis er sich endlich für einen Preis entscheidet. Ey, Alter. Na gut, kann ich mir sowieso nicht leisten. Kann ich nicht. Den Kauf ab. Darauf wirkt Chester sonderbar gekränkt. Er nimmt dir die Törtchen aus der Hand und bittet dich, mit frostigem Tonfall zu gehen. Hey, komm, ich hab da schon was gekauft. Das ist kein guter Kundenservice. So. You strike me as the type who would put themselves in harm's way for the benefit of others. Yet, perhaps you'd rather have someone else sacrifice themselves for you. Tja. Brennendes Gebäude. Weiter vorne hörst du Schreie, Während du die gepflasterte Straße entlang gehst, siehst du flackernde Lichter auf dem Weg vor dir. Als du dich näherst, siehst du ein Gebäude, aus dessen oberen Fenstern Flammen und Rauchschwaden kommen. Draußen hat sich eine Menschenmenge gebildet, die Eimer mit Wasser herumreicht, um den Brand zu bekämpfen. Als du durch die Menge drängst, siehst du eine Frau, die die Dorfbewohner panisch anfleht. Bitte helft mir, meine Familie ist da drin. Irgendjemand, Hilfe! Dich alleine verstellen, mit der Klipse versuchen lassen, die Leute aus dem Feuer zu retten? Ablehnen. Na, wenn, machen wir es selber. Oh, was Neues. It combines many different elements of our game into one. Okay. Und jetzt? Auswählen. Bestimmte
Bestätige oder werde neu. Na, Fehlschlag finde ich doof. Neu ziehen. Och. Was bedeutet jetzt die 3? Hättest du mir schon erklären können. Mühe. Das ist gut, oder? Ja. Excellent. A wise decision. Kann ich ihn jetzt 3 Runden nicht mehr einsetzen? Vielleicht. Keine Ahnung, es wurde ja nicht erklärt. Durch einen Schleier aus Rauch siehst du die jüngste Tochter der Frau, die unter einem Bett weint. Du überredest sie herauszukommen, sammelst sie auf und trägst sie aus den Flammen. Na, das gibt doch Ruhm, oder? Ja, freilich. Ein Dorfbewohner eilt dir zu Hilfe. Danke, ich mach ab hier weiter. Aber seid gewarnt, das Gebäude ist nicht sicher. Es wird bald einstürzen. Die Frau umarmt ihr Kind und dreht sich noch einmal zu dir. Mein Mann! Habt ihr meinen Mann gesehen? Er ist noch dort drin. Bitte, bitte helft ihm. Aber bitte keine... Den Rat Gambit eine weitere Schmerzkarte Leben hinzu. Okay. Riskieren wir es nochmal? Natürlich riskieren wir es. Ich bin so voll auf Heldentrip zurzeit. Solange wir nicht den Hund retten müssen. Also ich habe nichts gegen Hunde, ne? Aber... So. Ah! Hier! War aber knapp. Du findest den Sohn der Frau, der versucht, einen Weg aus dem Rauch und dem Feuer zu finden. Du nimmst deine Hand und führst ihn sicher durch das Gebäude. Dein Papa kann ich aber jetzt schlechter drin lassen, oder? Ein Dorfbewohner eilt dir zu Hilfe. Danke, ich mache ab hier weiter. Aber seid gewarnt, das Gebäude ist nicht sicher, es wird bald einstürzen. Aber zumindest können wir bald den Hammer benutzen. Die Frau umarmt ihr Kind und dreht sich noch einmal zu dir. Mein Mann, habt ihr meinen Mann gesehen? Er ist noch dort. Drin, bitte helft ihm. Das gehen wir es. Ja, jetzt. Na, das werde ich wahrscheinlich bereuen. Ja, ich kann gar nicht hingucken. Gewaltiger Schlag. Okay. Du hörst einen schrillen Schrei. Move faster next time. Ey, Alter. Schön, dass du dich so freust. Als ein Querbalken im Raum nebenan einstürzt, das Feuer fordert ein Opfer. Now the power is yours to use. 26 Schaden, das klingt doch cool. Nehmen wir jetzt einfach mal. Bin mal gespannt, ob es sich gelohnt hat. Als du das Gebäude verlässt, fällt es hinter dir in sich zusammen. Ich stelle mir das jetzt so wie so eine coole Szene vor im Film. Ich gehe raus langsam und... Nein, werde ich... Nein. Du konntest zwar nicht alle retten, aber die Dorfbewohner sind für deine mutige Anstrengung dankbar. Boah, 8 Ruhm. Aber den Token krieg ich nicht. It appears you are worthy to wield the weapon of champions. Guck mal die geile Karte an. Würdiger Held. Du betrachtest Heretas Zorn in deinen Händen. Die Rune auf der Vorderseite beginnt ein goldenes Licht abzugeben. Es ist ungewiss, ob die Waffe nun weniger wiegt oder ob du neue Stärke gefunden hast. So oder so, du kannst den mächtigen Hammer nun führen. Was ist mit der Karte? Ach, okay. Du erinnerst dich an die Anweisung des Ältesten von Talos und machst dich auf den Weg zum Heiligtum der Schamanin. Na, das machen wir doch gleich mal. Nur dumm, dass ich wahrscheinlich mit der Klipse nicht einsetzen kann, ha? Ja. You have prepared yourself for this battle. Now you must face. So, wenn ich mir meine Ausrüstung angucke. Ja, aber ich wüsste jetzt nicht, wie ich ihn kriegen kann. Züge werden ja nur... Oder? Ach, das war's? Nee. Ich krieg auch keine neue Lebensenergie. Ja. Das bringt auch nicht nochmal was. Schade, ich dachte, man kann vielleicht das rauscheaten. Es ist, wie der Älteste aus Talos es beschrieben hat. Das Heiligtum der Schamanin wird von einer magischen Barriere beschützt, die dich daran hindert, weiter vorzudringen. Also alleine... Mit halben Lebenspunkten und immerhin dem magischen Hammer. Na gut. Du hebst Heretas Zorn über deinen Kopf und schlägst mit all deiner Kraft auf die magische Wand. Der Hammer findet sein Ziel und du wirst sofort von einem Sturm aus Schnee und Eis verschlungen. Die heulenden Winde wirbeln dich umher, dann verschwinden sie genauso plötzlich, wie sie erschienen sind. Okay. Orientierung, Lisus, siehst du dich... nach Metaklypse um. Doch kannst sie nicht entdecken. Ach, so erklären die das, okay.
Du findest deine Orientierung wieder und stellst fest, dass du auf einer Waldlichtung stehst, die mit frisch gefallenem Schnee bedeckt ist. Als du einen Schritt zurück machst, stößt du gegen etwas. Als du dich umsiehst, siehst du einen hochgewachsenen Stammesmitglied der Nordlinge, kahlköpfig und brutal. He has brute strength, if nothing else. Okay, der hat jetzt eine ganz andere Karte, interessant. Er weicht weder zurück, noch scheint er sich auch nur im geringsten für dich zu interessieren. Er steht mit gezogener Waffe und ernstem Blick da. Du wendest dich, um seinem Blick zu folgen. Oh. Dann siehst du sie. Sie sitzt auf einem Thron aus Weiden. Und Dornen aus Stroh gefertigte Amulette und Kuriositäten hängen an dem Baum hinter ihr. Vor ihr knien zahllose Plünderer, die ihre Anführerin in einem unheimlichen Stille anbeten. Ja, ich sehe schon. Ein paar Gegner, ne? Okay, sie ist wohl doch keine großbrüstige, hübsche Frau. Der Hoffnungsschimmer der Dörfer und der Verbannten zischt die Schamanin. Sie tritt von ihrem Thron hinab. Ich weiß, warum ihr hier seid. Bringen wir es zu Ende. Ich hoffe, ihr wisst, wie man kämpft, Held, sagt der kahle Nördling ruhig. Hier gibt es mehr Krieger, als wir töten können. Um eine Schlange zu töten, muss man ihr den Kopf abschlagen. Das ist mein neuer Begleiter, ha? Du ziehst deine Waffe, während die Schamanin und ihre Stammesmitglieder dich umzingeln. Okay, wir kämpfen doch nicht ganz allein. So. Gucken wir mal. Ob das symbolisch ist, die Zigur, sieht sie wirklich so aus? Ah, sie ist doch eine... Wow. Und großbusig, ich hatte recht. Schlachtenführerin Gurda. Schlachtenführer stellen die Front der nördlichen Offensive dar. Kernpunkt taktisch und religiöse Führung. Die Schamanin wirkt Zauber, die ihre Verbündeten heilt, greift sie schnell an, um den Zauber zu unterbrechen. Oh je. Was kann er eigentlich? Ich drücke zwar immer seine Taste, aber... Ach, das... Oh, frei, 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 frei! Und... Und gleich Kopf weg! Ui! Nein, nicht schon wieder! Oh, beschütz mich, beschütz mich, beschütz mich! Oh, verdammt! Er hat irgendwas gemacht. Er macht gerade irgendwas. So, schön in die Ecke gehen. Nein, weg! Irgendwas hat sie gemacht. Irgendwas mit Eis. Finde ich nicht gut. Boom! Boom! Und einer weg. Jetzt läuft's aber. So, ich höre sie zwar, aber ich habe gerade keine Zeit dafür. Nein! Muss ich dich heilen? Ah, okay. Er ist wieder im Spiel. So. Boom. Und gleich weg. Da ist nichts mehr zu heilen. So, jetzt aber. Das Blocken macht sich aber nicht so gegen diese schwachen Gegner. So. Und wieder. Ah, gleich erledigt. So. Nicht saufen hier. Sie sinkt doch schon wieder. Immer drauf. Läuft. Nein, weg. Oh, ich bin nicht weggekommen. Und sie hat sich auch noch wegteleportiert. Gemein. Und Todesstoß. Ja, hier voll drauf. Oh. Alter. Eigentlich sind so schwere Waffen schon cool. Der Körper der Schamanin bebt, als ein dunkler Geist ihre Brust verlässt und in der Luft verschwindet. Die verbleibenden Plünderer fliehen in den Wald. Als der Himmel aufklart, scheint die Sonne auf den riesigen Krieger herab, der an deiner Seite gekämpft hat. Ich bin Kolbjorn, erklärt er. Ich wurde in die Stämme des Nordens hineingeboren, doch nun bin ich nicht mehr Teil von ihnen. Ihr kennt uns nicht,
Aber wir waren nicht immer so. Vielleicht werden die Stämme eines Tages zu den Traditionen zurückkehren, die sie vergessen haben. Ein neuer Freund. Sehr schön. Ihr und ich haben heute einen kleinen Teil meiner Ehre wiederhergestellt. Wenn ihr mich braucht, werde ich da sein. Er streckt seine riesige Hand aus und greift deinen Unterarm. Und so machen sich du und Kolbjörn auf den Weg zurück durch den Wald auf der Suche nach dem nächsten Abenteuer. Another card returns to my deck. Do not worry. I have more challenges before you will be ready to face my foe. Well done. Another northerner falls before you and a new companion joins your journey. Sehr schön. So, was kriegen wir denn alles? Mehr Ausrüstung. Einen Ring. Ich hatte bis jetzt noch keinen einzigen Ring und die Rüstung haben wir auch nicht. Oh, und jetzt gibt's auch einen Helm. Sehr schön. So, weil wir die Schamanin. Ruhm und Verruf. Wachturm. Räuberüberfall. Brückenschlamützel. Oh, die Brücke sah aber nicht gut aus. Und weil ich ein würdiger Held bin, Herr Retas Zorn, kann ich den jetzt immer benutzen oder muss ich immer die Ruhmpunkte sammeln? Und weil du mit Karbjorn Freundschaft geschlossen hast. Ah, der hat jetzt auch seine eigene Geschichte. Der Wanderer. Okay. Und wir haben den Sonnentoken bekommen. Bäm. Weil du alle Dörfer verteidigt hast. Waren ja nur zwei. Geschenk des Ältesten. Hui. Und die Karten fliegen wieder. Alles liegt neu. Ich finde diese aufmunternde Musik am Ende immer, wenn man eine Mission abgeschlossen hat, wirklich cool. Oh, noch mehr Auswahl. Ja, die meisten. What? Alter. So, was gibt's denn eigentlich alles? Nein? Hier. Was haben wir denn? Klar, die Kaiserin haben wir abgeschlossen. Oh, jetzt dieses Graue nervt mich jetzt schon ein bisschen. Der Kaiser. Hierophant. Liebenden. Der Wagen. Naja, dann gucken wir mal beim nächsten Mal, wie es weitergeht. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Und ich hoffe, ihr guckt wieder rein. Abonniert mich. Daumen hoch. Einen Daumen hoch freue ich mich auch. Kommentare sowieso. Ich unterhalte mich gern mit euch. Also dann. Bye, bye.